Bevor das Video startet, abonniert auch gerne meinen Kanal. Wir sind auf dem Weg zu 50.000 Abonnenten. Vielen Dank. Warum hat Bellatrix Lestrange eigentlich keinen eigenen Horcrux erschaffen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video widmen wir uns den Charakteren Lord Voldemort, Bellatrix Lestrange sowie den Todessern und den Horcruxen. Zu Beginn möchte ich euch kurz einen Überblick über die Horcruxe geben. Ein Horcrux entsteht, wenn ein Zauberer einen Gegenstand wählt und ein Fragment seiner Seele daran bindet. Das Hauptziel dabei ist die Unsterblichkeit. Die Grundidee dahinter ist, dass solange ein Teil der Seele des Zauberers in diesem Gegenstand verbleibt, dieser nicht wirklich sterben kann. Aufgrund seiner dunklen und verwerflichen Natur wurde diese Form der Magie größtenteils vor der Zauberergemeinschaft geheim gehalten. Trotz zahlreicher Versuche sind nur zwei Zauberer bekannt, die das Geheimnis der Horcruxe entschlüsselt haben. Ein dunkler Zauberer aus dem antiken Griechenland namens Herpo der Üble, der einen Horcrux erschuf, sowie Lord Voldemort, der die Technik meisterhaft beherrschte und insgesamt 7 Horcruxe erschuf. Jedoch stellt sich folgende Frage: Warum haben die Todesser trotz ihrer Loyalität zu Voldemort nicht seinen Weg eingeschlagen und ebenfalls Horcruxe zur Unsterblichkeit kreiert? Man könnte annehmen, dass Voldemort einem engen Vertrauten wie Bellatrix Lestrange das notwendige Wissen über die Erschaffung eines Horcruxes anvertraut hätte, oder? Dumbledore charakterisierte einst Tom Riddles Schulgruppe als eine Mischung aus Individuen: den Schwachen, die Schutz suchten, den Ehrgeizigen, die nach Anerkennung strebten, und den Schlägern, die nach einem Anführer suchten, der ihre bereits vorhandene Grausamkeit verfeinerte. Diese Schülergruppe kann als Vorläufer der späteren Todesser angesehen werden, die in den späteren Büchern und Filmen eingeführt werden. Die Todesser sind bekannt dafür, reinmütige Radikalisten zu sein, die unverzeihliche Flüche ohne jegliche Reue anwenden und sowohl Muggel, Halbblüter als auch Blutsverräter gleichermaßen quälen und töteten. Die Todesser gehen nicht zimperlich vor und es liegt nahe zu vermuten, dass sie bereit wären, Morde zu begehen, um die Unsterblichkeit zu erlangen. Zudem hatten die Todesser eine feste Absicht, die reinen magischen Blutlinien innerhalb der Zauberergemeinschaft zu bewahren. Ein effektiver Weg, genau dies zu gewährleisten, wäre die Unsterblichkeit, insbesondere als Reinblüter. War es also möglich, dass Voldemorts Todesser über seine tatsächlichen Errungenschaften im Dunkeln gelassen wurden, ohne das genaue Wissen darüber, was er bereits erreicht hatte? Oder war die Schaffung eines Horcruxes schlichtweg zu monumental und überwältigend für sie? Immerhin war die Erschaffung eines Horcruxes so finster, dass sie selbst in Büchern über die dunklen Künste nicht erwähnt wurden. Das folgende Zitat von Lord Voldemort lässt darauf schließen, dass zumindest einige der Todesser von seinen Aktivitäten Kenntnis hatten. Und dann frage ich mich, wie konnten sie glauben, dass ich nicht wieder auferstehen würde? Sie, die die Schritte kannten, die ich vor langer Zeit unternommen habe, um mich gegen den Tod zu schützen. Mit der Äußerung, die Schritte kannten, die ich unternommen habe, scheint er zu implizieren, dass er bestimmte Todesser über die Erschaffung von Horcruxen informiert hat, oder nicht? Obwohl das Buch nicht explizit darauf eingeht, welche Todesser eingeweiht waren, bin ich überzeugt, dass er es nicht allen mitgeteilt hat. Dabei denke ich insbesondere an einen bestimmten Todesser. Wenn ich darüber nachdenke, wem Voldemort diese Information am ehesten anvertraut haben könnte, kommt mir direkt Bellatrix Lestrange in den Sinn. Wer wäre besser qualifiziert, einen Horcrux zu erschaffen als sie? Es stellt sich die Frage, warum sie mit ihrem Fachwissen und ihrer ausgeprägten dunklen Begabung keinen Horcrux geschaffen haben könnte. Bellatrix Lestrange war zweifellos eine der gefürchtetsten Hexen in der magischen Gemeinschaft. Ihr Name und ihr berüchtigter Ruf waren nicht unbegründet, da sie für zahlreiche Morde und Folterungen von Hexen und Zauberern verantwortlich war. Ihre magischen Fähigkeiten waren beeindruckend und sie wurde weithin als eine der mächtigsten und bedrohlichsten Hexen ihrer Ära angesehen. Bellatrix Lestrange war eine imposante Reinbüterin und stammte aus der Familie Black, einer prominenten oder eher bekannten Linie von Hexen und Zauberern mit komplexen und oft finsteren Absichten. Vor allem zeichnete sie sich durch ihre unerschütterliche Treue zu Lord Voldemort aus. Doch um dies weiter auszuführen, es reicht nicht aus, sie lediglich als Anhängerin zu bezeichnen. Es ist unumgänglich, die Wahrheit anzuerkennen. Bellatrix war regelrecht von Voldemort besessen. Trotz ihrer Loyalität strebte sie nach mehr. Sie wollte nicht nur seine engste Vertraute sein, sondern auch als seine Königin an seiner Seite über die magische und muggelstämmige Welt herrschen. Was könnte also geeigneter sein, um sicherzustellen, dass sie gemeinsam für die Ewigkeit regieren könnten, als Bellatrix selbst unsterblich zu machen? In einem Interview äußerte sich J.K. Rowling zur intensiven Zuneigung, die Bellatrix für ihren Meister empfand. Sie bemerkte: "Es dürfte, denke ich, offensichtlich sein. Ich glaube nicht, dass es für viele überraschend kommt, dies zu hören."
Die meisten werden vermutlich bereits angenommen haben, dass Bellatrix tief und leidenschaftlich in Voldemort verliebt war. Das war schließlich der zentrale Fokus ihrer Obsession. Unabhängig davon, ob man dies als offiziellen Teil der Geschichte anerkennt oder nicht, wird in Harry Potter und das verwunschene Kind enthüllt, dass Voldemort und Bellatrix schließlich eine Tochter namens Delphini haben. Die Zeugung von Delphini fand heimlich im Malfoy-Anwesen irgendwann zwischen Mitte und Ende der 1990er Jahre statt. Das bedeutet, dass Delphinis Geburt zeitlich mit den Geschehnissen der Originalbücher übereinstimmt, ein Detail, das bisher unbeachtet blieb. Ihre Eltern hielten ihre Existenz geheim, da sie befürchteten, dass ihr berüchtigter Status sie in Gefahr bringen könnte, insbesondere bei einem möglichen Ableben. Es bleibt ein Rätsel, wie und warum Bellatrix und Voldemort ein Kind zeugten. Es scheint plausibel, dass es sich um eine gezielte Zeugung handelte, möglicherweise um Voldemorts Linie im Sinne von Salazar Slytherin fortzusetzen. Dieser Aspekt vertieft die mysteriöse Verbindung zwischen Voldemort und Bellatrix weiter und wirft die Frage auf, warum entschied sich Bellatrix nicht dafür, einen Horcrux zu erschaffen? Ich habe zu diesem Thema viel online gefunden und ich habe die Vermutung, dass Voldemort einigen seiner Schlüsselanhänger von Horcruxen berichtet hat, jedoch ohne sich tiefgehend in die Details zu vertiefen. Mein Eindruck ist, dass er nicht aus dem Grund zurückhaltend war, den Prozess vor ihnen zu verbergen, sondern vielmehr, weil er ihre Fähigkeiten als unzureichend einschätzte, um einen solchen komplexen Vorgang erfolgreich durchzuführen. Die Erschaffung eines Horcruxes gilt als einer der anspruchsvollsten, radikalsten und am wenigsten bekannten magischen Prozesse innerhalb der Zauberergemeinschaft. Wenn selbst jemand von Voldemorts Kaliber, einer der mächtigsten Zauberer in der Geschichte, Schwierigkeiten mit dem Prozess hatte, wie können wir dann realistisch erwarten, dass die Todesser damit erfolgreich wären? Es scheint, als hätte er nicht das volle Vertrauen in ihre Fähigkeiten gehabt, einen solchen komplexen Akt auszuführen. Es wäre nicht sinnvoll für ihn gewesen, seine Anhänger zu ermutigen und das Risiko einzugehen, sie in einen Prozess zu involvieren, für den er wusste, dass sie nicht gewappnet waren. J.K. Rowling hat den Vorgang der Horcrux-Erschaffung als gefährlich und äußerst nicht ratsam beschrieben. Es wäre unklug anzunehmen, dass nicht einige über die Jahre den Versuch unternommen haben und glaubten, sie hätten es geschafft. Doch möglicherweise hatten sie keinen Erfolg, verletzten sich dann selber oder bezahlten mit ihrem Leben für ihren Versuch. Ein riskantes Unterfangen. Zudem ist es bemerkenswert, dass obwohl Voldemort unfähig war, Liebe zu empfinden, er eine gewisse Wertschätzung für Bellatrix hegte. Kommen wir nun zu einer kleinen Schlussfolgerung. Warum sollte er das Risiko eingehen, ihr Leben zu gefährden? Seine tiefe Besorgnis um Bellatrix wird in der folgenden Passage deutlich, in der ihr tragischer Tod geschildert wird. Für einen kurzen Moment realisierte sie das Unvermeidliche, dann stürzte sie und das Publikum reagierte mit einem entsetzten Aufschrei. Voldemort schrie wütend auf. Harry hatte das Gefühl, als würde die Zeit sich verlangsamen. Er beobachtete, wie McGonagall, Kingsley und Slughorn durch die Luft geschleudert wurden, als Voldemorts Zorn über den Verlust seiner engsten Vertrauten wie eine Explosion einschlug. Voldemort richtete seinen Zauberstab auf Molly Weasley. Es war nicht nur der Verlust eines weiteren Anhängers, der ihn wütend machte, sondern vor allem der schmerzliche Verlust von Bellatrix. Ich vermute, dass Lord Voldemort das Thema Horcruxe in Anwesenheit von Bellatrix bewusst vermieden hat, um nicht unbeabsichtigt ihre Neugier oder Ambition zu wecken, selbst einen Horcrux zu kreieren. Voldemort war sich wahrscheinlich der tiefen Hingabe bewusst, die Bellatrix für ihn empfand. Er erkannte das Risiko, dass sie alles tun könnte, um die Unsterblichkeit zu erlangen, wenn sie erst einmal von dieser Möglichkeit erfahren hatte. Wenn Voldemort und die Todesser den Zaubererkrieg gewonnen und Bellatrix überlebt hätte, glaube ich, dass Voldemort vielleicht in Betracht gezogen hätte, sie unter streng kontrollierten Bedingungen in die Kunst der Horcrux-Erstellung einzuführen. Auf diese Weise könnten sie ruhig und vorsichtig vorgehen und jedes Risiko sorgfältig minimieren. Falls du noch irgendwelche Fragen haben solltest oder Anmerkungen, falls ich etwas vergessen haben sollte, schreib es mir gerne in die Kommentare. Bitte abonniere auch gerne den Kanal, da die meisten von euch, die meine Videos schauen, den Kanal nicht abonniert haben und das würde mir sehr helfen, wenn ihr ein Abo dalasst. Ansonsten danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.